Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück im, ach Quatsch, auf meinem Kanal Gabro Asaro. Mal schauen, wo ihr das Video gefunden habt, bei YouTube oder vielleicht auf meinem Facebook-Kanal oder aber auch bei Twitter. Auf jeden Fall ist es nun endlich soweit, dass wir die dritte Episode von Mission, der kleinen Miniserie von den Telltale Games Studios, spielen können. Wir haben ja in den letzten Folgen, ich zeige euch nochmal ganz kurz, welche das genau waren. Das war einmal Verwickelt und Verstrickt. Worum es da nochmal genau ging, letzten Endes, kurz und knapp, sind wir quasi in diese komische Stadt gekommen, deren Name ich leider jetzt gar nicht mehr weiß. Dann als nächstes bei Gewehre kein Obdach haben wir unseren kleinen Sam eine Kugel quasi aus der Schulter heraus operieren müssen. Das war echt ekelhaft. Und wir haben in der letzten Folge, falls ihr das noch nicht angesehen haben sollt, ach, wisst ihr was, ich sag dazu gar nichts, was genau passiert ist, weil höchstwahrscheinlich wird es nämlich in der letzten Episode, die in dieser kleinen Miniserie quasi rauskommt, wird es höchstwahrscheinlich nochmal irgendwie als Zusammenhang nochmal dargestellt, wie es die Telltale Games Studios immer machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, mir natürlich auch. Das Spiel ist am, noch ganz kurz das zur Info, das Spiel ist am 26.04. erschienen und schmeißen wir uns einfach rein ins Abenteuer. Ach toll, ich bin echt mal gespannt, ob sie noch die Kinder finden wird, weil das ist ja letzten Endes noch unsere Frage. Aber jetzt, zuvor, bei The Walking Dead, Michonne. Randall should be the one laying there, not your brother. I'm not leaving you behind. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michonne, what is it? Stimmt, das war so eine richtig fiese Geschichte. Der hat uns aber auch provoziert gehabt in der letzten Folge. Der hat uns richtig provoziert und es sieht immer noch grauenerregend aus. Und nun. Okay, da sind unsere beiden Kinder, die jetzt tot dargestellt werden. Sind wir inzwischen wieder auf dem Schiff anscheinend, oder? Ach nein, 2 Wochen früher als die erste Episode, alles klar. Bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt so verschiedene Zeitsprünge jetzt in dieser letzten Episode machen. Ich hoffe, du nicht thinking about jumping. Because if you do, I'm gonna have to come in after you. Not looking forward to that. No one wants to see that, Oak. Yeah, I know. Oh, freezing my ass off. Here. Coffee will warm you up. Go on. Dann werde ich auch mal einen Schluck nebenbei trinken. God damn, Oak. You can't call it coffee when more than half's whiskey. You sound like my ex-wife. She was more of a rum girl. Hey, City! Did you hear the one about the kittens who took over the boat?
What? Oh, no. Birdo, no. It was a mutiny. Birdo, just stop it now. Das sieht jetzt hier noch alles so friedlich aus. I despised a lot of them when I first got on board, but they grow on you. Like mold, they are. Nah, sorry, that shit is out. How long does it take? What, to warm to them? I'd say it takes 1 year, 3 weeks, and 6 days. Ja, was fragt sie auch so was? Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. But then, a young girl got taken. We followed her trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. All 10 of us went in. Only I came out. Why'd you go after her? Because back then, I still thought I could make a difference. After my brother, I just want to make it through another day. A few weeks later, I came across Pete, ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions, didn't turn me away, just welcomed me in. Pete shouldn't be so trusting. People will always let you down. Not always, Michonne. Genau, da habe ich nämlich gerade auch gedacht. Man wird ja nicht immer enttäuscht. Well, I think Berto's little routine is winding down, so we can finally play cards. Care to join us? It'd be nice to have you there. Besides, none of us can remember the rules. Yeah. Do me in. Sounds like a challenge. You might regret it when I win that machete of yours. Das ist alles noch so lieb und vertrauenswürdig und still. Das soll wohl nicht so lange so bleiben. Are you sure you want to do this? I need to see him. I need to see that bastard's face. Sagt sie wahrscheinlich richtig so, ne? Oder verdammter Bastard. Oh God, he's dead. I should have stopped you. How could you do this? Ich bin hingefallen. Tied up, defenseless. He got what he deserved. I knew I shouldn't have left you alone with him. I wanted this. I did, but seeing him now. Nee, Sam, so nicht. I wish I'd been the one to do it. Ah, okay. Sam. It was my dad, my family. I should have killed Randall myself. You're right. If I could do it over again, I'd let you hold the wrench. Too late for that now. Sam, calm down. My dad isn't even in the fucking ground yet, and you want me to calm down? I didn't mean he ruined everything. He killed. Mir fällt gerade ein, wahrscheinlich. No, I know. You don't know. Wait. Ich versuche gleich den Gedankengang weiterzuführen, wenn ich dran denke. Answer me. Now. Michonne passt die Kinder von ihm, also nicht von ihm, sondern von ihrem Vater aus. Don't want to keep me waiting. What do you want? Oh, you're gonna want to hear this. You might be sitting pretty, thinking you have the upper hand, but your luck has changed. Michonne and Sadiq. They got the rest of the crew too, Oak and Berto. Look, whatever this bitch asks, don't. Sadiq! Don't worry, they're all in good hands here. But them staying that way is up to you. So listen closely. I'm willing to trade
my brother for your friend. Scheiße. But anything you do to Randall, I will do to them. Do you understand? Uh-oh. Oh, kacke. I'll see how badly you hurt him. Look, you don't owe me anything, but please. Stop worrying. I didn't touch him. That's what I like to hear. We'll be there by sunrise. Be ready for us. Wie sollen wir das denn handeln? Das Spiel ist abgeschmiert. Ah, guck mal, jetzt geht's weiter. Ich hab den doch auf den Kopf geknallt. Shit. Aber der hängt da fest, der kann ja erstmal nicht. Ah nein, ja, die Titelmusik kommt wieder. Oder? Ach komm bitte. Ich finde das so toll. Ihr könnt es zwar nicht hören, weil es... Jawohl! Ich finde das so toll. Immer noch. Ich würde euch auch so gerne das Lied vorspielen, mal wieder. Wenn ihr wissen wollt, welches Lied ich da genau meine, schaut nochmal die erste Episode nach, weil dort wurde es nicht rausgenommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Keine Ahnung. Ja, in Episode 5 war das so. Also quasi... Also Folge 5, Episode 2, also der Anfang, da war das ja tatsächlich so, da wurde es rausgenommen. Und ich befürchte wieder, dass das Lied auch hier wieder rausgenommen wird. Ich werde es auf jeden Fall testen und hoffe, dass ich euch das Lied hier wieder präsentieren darf. Wir werden sehen. So, ich habe mir erstmal einen frischen Kaffee wieder eingeschüttet. Und werde das Spiel wieder genießen, das weiß ich. Aber wie sollen wir das denn jetzt hinkriegen? Wir haben ihren Bruder eiskalt, in die ewigen Jagdgründe geschickt und sie will das gleiche auch mit unserer Crew tun. Und da steht's immer auf Englisch. Naja, egal. Ne? What you deserve, was du verdienst. Wie sollen wir das der Norma klar machen, dass wir ihren Bruder... Ich glaube, Verhör wird hier nicht mehr viel, ne? At least he can walk, right? Right. You can call that walking. Let's just hope she doesn't take it out on my guys. We just need to fool Norma long enough to get our friends back. Then what? Aber da wir jetzt hier anfangen zu spielen, bezweifle ich meine Theorie an, dass wir aus Episode 1 und 2 die Leute finden, oder aus Staffel 1 und 2. Even if he was alive, we still burned all their shit. So we run. After you trade for your friends, we haul ass to the back gate and get the hell out of here. But she'd take the house. Let her have it. Wouldn't she expect us to run? It might work. We just have to be quick. The minute your guys are inside, we're out of here. I can't fucking listen to this. Sam, where are you going? Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass die Stiefmutter stirbt. Sam! Und wir quasi die Rolle von ihr übernehmen werden. Weil ihr Vater ist nicht mehr da, ihre Stiefmutter ist da nicht mehr da und wir kümmern uns dann um die Kinder. Sam, where are you taking him? God damn it. Sam, stop. Maybe you're all ready to walk away, but I'm not just gonna leave him like this. We couldn't give my mom a real funeral. My dad and I...
had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. That's all I can give him. Mir fällt gerade ein, ne? Die hat ja nur einen Herzinfarkt gehabt. Die müsste doch eigentlich auch zu so einem Walker werden. What? Sam, you can't still be thinking. My mom is here, Paige. Everything I have of her. And Greg, if you want to leave, go ahead, but I'm not coming with you. Ach, Mensch. I'm sorry. But I can't go. This house meant everything to my dad. I won't force you to leave. If you want to stay, that's up to you. You don't have to leave either. We can defend this house. We can fight them off. No matter what happens, thank you. I owe you my life. Sorry it took me so long to say it. You're welcome. Gern geschehen. Ja, komm, die macht sowieso weiter. Dann kann ich ihr auch dabei helfen. Wobei ich aber ist doch so, ne? Die Mutti, die hatte doch wohl... Oder, nee, Quatsch, ich glaube, die hat sich eine Knarre an dem Kopf gehalten und hat sich ja erschossen. Deswegen wird sie nicht zu so einem Walker. But I have to finish this. I've got some weapons stashed in my room. Old duffel bag. Should look familiar. You should make sure everyone's armed before Norma gets here. Yeah. Bitte lauf da einfach selber hin zur Sporttasche. Gott sei Dank, dass ich jetzt nicht durch das ganze Haus noch irgendwie latschen muss. Mensch, Michonne. Die reißt sich auch nicht zusammen, die Frau, ne? Die reißt sich wirklich nicht zusammen. Die sieht jedes Mal ihre Kinder. Ach, Mensch. Michonne, Michonne, Michonne. Hier kann ich ja gar nichts machen. Raus kann ich nicht gehen. Vielleicht kann ich hier einmal rumlaufen. Auch nicht. Ja, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Einfach hingehen. Ja? Careful. You don't want to shoot yourself. Empty. Hoffentlich hat sie aber auch Patronen. Ach, Gott sei Dank. Und nicht nur die Waffen. Das wäre echt bitter gewesen. Can I help? Ja, klar. Wir sind heute nett zu den Kindern. Aber seht ihr, genau das meine ich. Die kümmert sich jetzt nach und nach um die ganzen Kinder. Just keep your head down. Stay safe. I'm not afraid. I didn't say you were. Sometimes the brave thing is not to fight. The guy who did it killed my dad. He's gotta... I mean... The things he said... The way he was laughing about dad. You wanna hurt him, don't you? Careful. Feelings like that can get you in trouble. I heard you guys talking. There's more people coming to the house. Sam's hurt. If she... They can't hurt her too. Sam needs you right now. Go. Help her. Here. I don't know if I'm ready. You know, to have one. Hang on to this. You don't know when you might need it. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. I'll be careful. Aber die Waffe muss doch auch entsichert werden. Wir haben ihm jetzt nicht gezeigt, wie man die Waffe entsichert. Oder sie ist schon entsichert.
Is that music? Better to spare you that pain. I love you more than anything. Sophie.